Da wir die Suche nach einem passenden Tiny House Hersteller schon hinter uns gebracht haben und wir wissen, dass das sehr, sehr zeitaufwendig sein kann, möchten wir in dem heutigen Video einmal zusammenfassen, wie man sich selbst am besten darauf vorbereiten kann, um für sich herauszufinden, welche Kriterien überhaupt wichtig sind und welche Seiten unserer Meinung nach unserer Recherche dafür geeignet sind, auch die Tiny House Hersteller miteinander zu vergleichen. Wir sind Anja und Ilan. Freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Auswahl an Tiny House Herstellern ist definitiv gewachsen in den letzten Monaten bzw. Jahren. Und da weiß man schon gar nicht mehr, für welchen Hersteller man sich jetzt entscheiden soll. Wichtig ist, denken wir, als erstes, dass man sich dahingehend vorbereitet, zu wissen, was man möchte und was man nicht möchte. Also was für ein Haus möchte ich und welche Anforderungen stelle ich an mein Tiny House, mein künftiges Haus? Und wer kann diese Ansprüche am besten bedienen? Dafür haben wir einfach ein paar Fragen zusammengefasst, die uns persönlich dabei helfen oder wo wir glauben, das könnte auch euch vielleicht einen besseren Überblick oder eine bessere Übersicht geben, was man will oder auch nicht will. Natürlich kann man sich hier auch im Detail verlieren, also wir werden hier nicht zu sehr in die Tiefe gehen, das würde den Rahmen sprengen. Allerdings für die erste Orientierung kann das vielleicht ganz hilfreich sein. Weiß ich bereits, was ich von meinem Tiny House erwarte oder was es für ein Haus werden soll? Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, ja, dann klärt sich diese ganze Passage jetzt. Wenn die Antwort Nein lautet, dann könnte man gegebenenfalls, so wie wir das gemacht haben, auf Messen nach Inspiration suchen oder auch im Internet. Man kann sich verschiedene Grundrisse ansehen. Man kann natürlich auch mal Probe wohnen in dem einen oder anderen Haus. Wir haben das auch mal gemacht. Das hat uns auch sehr geholfen. Sehr empfehlenswert, wenn man vor allem noch nicht weiß, welche Form soll es werden. Soll es ein klassisches, vielleicht auch recht hohes Tiny House mit Loftbereich sein oder bevorzuge ich eher die Bauwagenrichtung, gegebenenfalls auch mit Unterkellerung. Wenn man da noch unsicher ist, macht es unserer Meinung nach total Sinn, auch in beiden Formen, Tiny House Form, mal Probe zu wohnen, um sich da einfach einen besseren Eindruck verschaffen zu können. Die nächste Frage wäre, möchte ich unbedingt mobil sein oder möchte ich immobil sein? Also baue ich bis 3,5 Tonnen und auf Rädern oder überschreite ich die 3,5 Tonnen und baue beispielsweise auch ohne Räder? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, beziehungsweise die wichtigste Frage, wie wir finden. Ja, weil man auch bedenken muss, wenn ich mich für einen Anhänger entscheide, so wie bei uns die Mobilität einfach so sehr im Fokus stand, dass sich die Frage erübrigt hat, definitiv mobil unter 3,5 Tonnen, muss ich einfach bedenken, wenn ich mein Haus nicht regelmäßig bewegen möchte, habe ich nicht nur die Anhängerkosten, sondern ich habe natürlich auch den 2-jährigen TÜV, der zu machen ist. Ich habe eine Anhängerversicherung, die abzuschließen ist. Also man ist eingeschränkt in der Materialienauswahl und so weiter. Also genau. Man hat schon erhebliche Einschränkungen. Also das sollte man unserer Meinung nach echt gut überlegen, wie regelmäßig oder wie mobil ich dann tatsächlich sein möchte. Wie breit und wie lang möchte ich das Haus bauen? Genau, möchte ich, wenn ich mobil bin, erübrigt es sich mal wieder, dann bin ich auf 2,5 Meter oder 2,55 Meter limitiert. So kann ich zumindest europäische Länder relativ gut bereisen. Ja. Wenn ich immobil bin und sage, es ist mir egal, dann kann man natürlich auch auf eine 3 Meter Breite gehen. Da ist man dann flexibler. Also auch die Frage ist sehr wichtig. Man kann natürlich auch mit dem Gedanken spielen, dann zu sagen, ich baue ein bisschen breiter, ein bisschen länger. Dafür, wenn ich mal umziehen möchte mit dem Haus, ja, dann buche ich halt eine Spedition oder einen Spediteur. Schwertransport, genau, ne? Das geht natürlich auch. Auch hier können wir aus eigener Erfahrung ergänzen, dass die Entscheidung für die finale Länge des Tiny Houses gar nicht so leicht ist oder sich in unserem Fall auch durch die Entwicklung des Grundrisses mit automatisch ergeben hat und natürlich auch durch unseren Mobilitätsfaktor. Also auch hier sind wir vielleicht noch nischiger unterwegs als viele andere Tiny House Bewohner, aber das hängt natürlich zusammen und entsteht auch ganz oft in Entwicklung mit dem Tiny House Hersteller und natürlich auch mit der Verfügbarkeit der Anhänger, die ich dann, wenn ich möchte, unter meinem Tiny House habe. Wenn wir von der Höhe sprechen, da sind wir eigentlich beschränkt auf 4 Meter. Das kommt aber jetzt so ein bisschen drauf an, wo soll das Haus stehen? Habe ich bereits ein Baugrundstück gefunden oder soll das Haus gegebenenfalls auch, wenn ich kein Baugrundstück finde, auch mal auf einem Campingplatz stehen oder in einem Sondergebiet? Da sind die Höhen manchmal auch beschränkt. Da sind 4 Meter schon sehr hoch. Mhm.
möchte ich denn ein Loft einbauen oder möchte ich vielleicht etwas niedriger bauen, dafür dann eben eine Unterkellerung haben, also eine Art Bauwagen. Ihr merkt schon, wir alleine gehen schon wieder durch unsere Erfahrungen immer mehr ins Detail. Wir müssen uns auch mal bremsen, also entschuldigt, wenn wir hier ab und zu mal abdriften. Aber um manche Fragen zu beantworten, bedarf es auch einiger Recherche oder Auseinandersetzung mit dem Thema und mit den Fragen selbst, was bin ich überhaupt? Und das verändert sich im Prozess auch. Also auch hier muss man sich nicht festlegen. Die Fragen dienen echt nur zur Orientierung, dass man sich immer mal wieder an dem Leitfaden festhalten kann. Nächste wichtige Frage: Soll mein Tiny House einen Energiestandard einhalten? Wenn ja, welcher? Beispielsweise soll die NEF eingehalten werden oder auch ein anderer? Also die Energieeinsparverordnung. Genau. Oder ist es mir egal? Auch das ist eine wichtige Frage, weil eben auch nicht jeder Hersteller entsprechend baut oder mehr oder weniger darauf eingeht. Auch eine wichtige Frage: Habe ich persönliche Präferenzen, was die Baumaterialien angeht, die verwendet werden sollen? Möchte ich besonders ökologisch bauen, mit regionalen Produkten? Was ist mir wirklich wichtig? Oder möchte ich vielleicht sogar, wenn die Mobilität wie bei uns auch im Vordergrund steht, eher auf Leichtbauprodukte gehen? Für welchen Baustatus interessiere ich mich? Also suche ich nach einem Bausatz, den ich selbst zusammenbaue, oder möchte ich nur den Rohbau ohne Versorgungssysteme? Möchte ich den Rohbau mit Versorgung? Möchte ich vielleicht das fertige Haus? Schlüsselfertig, genau. Es gibt ja Hersteller, die liefern nur fertige Häuser, die sagen, nee, für den Rohbau, also nur den Rohbau geben wir euch nicht. Andere sagen wiederum, bei uns kriegt ihr nur den Rohbau mit Versorgung oder ohne. Andere sind wieder sehr flexibel. Genau, also wir haben beispielsweise die Situation, dass wir nur den Rohbau bekommen von unserem Hersteller und um alles andere kümmern wir uns. Und dann natürlich die finale Frage: Was soll das Ganze kosten? Also welches Budget habe ich und wie ist der Zeitrahmen bzw. die Zeitplanung? Wenn ihr die Fragen größtenteils beantworten konntet oder ihr für euch jetzt mehr rausgefunden habt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, dann kann man sich auf die Suche nach einem Hersteller machen oder vielleicht sich erstmal überlegen, möchte ich einen regionalen Hersteller, der wirklich auch in meinem Bundesland vielleicht doch ist, oder ist es mir egal, möchte ich das deutschlandweit ausweiten oder vielleicht über die Landesgrenzen hinaus? Es kommt ja darauf an, wen ich finde. Also genau. Wenn jemand jetzt wirklich so gut zu mir passt, dann lohnt sich das natürlich auch. Absolut. Wir haben jetzt das Gefühl gehabt, auch dass in den letzten Jahren viel mehr Blogs auch online gegangen sind, viel mehr Webseiten, die über das Thema Tiny Houses sprechen, die auch angefangen haben, Listen von Herstellern online zu stellen, auch diese zu vergleichen. Und deshalb möchten wir euch, ich glaube, 2-3 Seiten, die wir da ganz gut fanden, auch mal zeigen, euch die Vorteile dieser Vergleichsportale nennen, die wir persönlich sehen. Wir haben keinen Kontakt zu den Herstellern. Keine Kooperation mit diesen Seiten, aber wir haben den einen oder anderen mal kennengelernt, natürlich auch im letzten Jahr noch, 2019, auf der Tiny House Messe. Diese Portale bieten unter anderem auch eine persönliche Beratung an, was ich ganz toll finde. Sie geben Workshops, also auch zum Thema Grundstückssuche hier in Deutschland und wie ist das baurechtlich überhaupt das Thema. Und was ein weiterer Vorteil ist, dass Experten, die auch viele Hersteller miteinander vergleichen, auch in der Lage sind, die Vorzüge nochmal zu filtern, die Vorteile, weil jeder hat ja seine Bauweise und jeder sieht sein Konzept als das, gegebenenfalls als das Beste an. Die Nachteile von solchen Portalen sehe ich eigentlich darin, dass du nicht so wirklich weißt, als Besucher, findet jetzt hier eine Kooperation statt zwischen dem Portalbetreibern und dem Hersteller beispielsweise. Und trägt das dazu bei, dass vielleicht andere Hersteller auf der Seite deshalb nicht genannt werden? Also das soll auch gar keine Kritik sein an die Blogger, die auch mit anderen Firmen kooperieren. Gar nicht, wir finden das total normal. Einfach nur, dass man sich als Interessent, wenn man auf diesen Seiten auch unterwegs ist, dass man einfach offen bleibt, dass man weiterhin nach links und rechts schaut. Wenn man also seine Hersteller gefunden hat oder den Hersteller, dann geht man natürlich in den persönlichen Austausch. Passt die Philosophie zu mir von diesem Hersteller? Vielleicht hat er ja auch 1-2 Kontakte von Kunden, die mittlerweile zufrieden in ihren Häusern wohnen, dass man auch mal persönlich die Frage stellen kann, hey, wie zufrieden bist du mit diesem Haus? Was würdest du anders machen? Und dass man auch vor Ort sich mal ein Musterhaus anschauen kann, denn die Website-Fotos, die mögen alle ganz toll aussehen, aber wenn man selbst auch in einem Tiny House ist, die Materialien anfassen kann, sich die Verarbeitung genauer anschauen kann, dann sieht man ja auch oder kriegt ein Gefühl, wie detailverliebt ist vielleicht mein Hersteller, passt das zu meiner Philosophie, wie reagiert der Hersteller darauf, wenn ich andere Wünsche habe als das, was er sonst macht. Also auch da, wie ist das menschliche Gefühl, wie ist mein Bauchgefühl? Wie flexibel ist er? Wir empfanden auch beispielsweise die Tiny House Messe
die New Housing Messe im letzten Jahr sehr wichtig. Genau, wir haben hier über Karlsruhe ein kurzes Video auch gedreht, das verlinken wir euch gerne nochmal. Wir wissen natürlich nicht genau aufgrund der Pandemie, wann das im nächsten Jahr wieder stattfindet, aber das können wir sehr empfehlen, weil komprimiert einfach ganz viele Hersteller zusammenkommen. Sind alle da und man kann sie auch persönlich sprechen. Es gibt Vorträge. Man kann Fragen stellen, genau, also das ist schon klasse. Wenn ihr jetzt einen Hersteller auch gefunden habt, der vielleicht nicht direkt Kontaktdaten auch hat von Tiny House Bewohnern, können wir auch nur sehr empfehlen, in die Facebook-Gruppe Tiny House Deutschland reinzuschauen. Da ist so ein aktiver Austausch auch von bereits Tiny House Bewohnern, die mit Sicherheit auch offen sind, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Das ist genau auch der Grund, warum wir gerne Tiny House Bewohner besuchen, um die Community zu stärken, gegenseitig Informationen auszutauschen. Klar. Auf verschiedenen Foren mal nachschauen und verschiedene Vereine mal kennenlernen. Also da gibt es schon wirklich mittlerweile eine ganz andere Auswahl. Wir packen euch natürlich alle Links der eingeblendeten Seiten auch unten rein. Da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Es gibt auch viele weitere, also das soll gar nicht bedeuten, dass das die einzigen sind. Für uns nach einer kurzen Recherche aber die einem einen schnellen, guten Überblick geben. Ja, wir hoffen, euch hat dieses Video hier geholfen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und aktiviert vor allem das Glöckchen, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es ein neues Video von uns gibt. Und bis in einer Woche. Tschüss. Ciao.